Jo, Peri Edmundus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast Together Season 2 mit Herrn Okami. Yay! Und Red Chariot! Juhu! Ja. Ah, schön, dass ich inzwischen hier auch was sehe. Ja, ich habe mir ja mal dein Video dazu angeguckt. Zu den Kommentaren, da äußere ich mich mal nicht. Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich lasse mich von deinen Zuschauern nicht behalten wie die FDP von Merkel. Behalten? Behandeln. Merkst du mal. Ich habe auch gedacht, interessante, was haben die da? Vorher gucke da so aus Handy drauf, einen Kommentar, lese, Red Chariot, aha. What will er von mir? Gucken genauer hin. Ich halte mich da raus. Ja, genau. Hält sich da raus. Auch du. Ja. Hey, ich habe dafür den Witz geschrieben, den du gerade versaut hast. Warte mal. Halt, Moment. Meine Zuschauer werden sich jetzt wahrscheinlich gleich wieder feiern, wie ich hier fehle. Mist! Falls da einer weiß, ob das funktioniert und wie das funktioniert, kann er es mir bitte in die Kommentare schreiben. Danke! Das Problem ist ja, dass er mich auf der Map sieht. Ja. Aber das ist ja auch egal. Hallo, Skeleton! Juhu! Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie machen sich momentan wieder Sprachfehler breit. Ja. Liegt vielleicht einfach an der momentanen Mehrbelastung. Richtig, richtig. So, ja, beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, ich baue eine XP-Farm. Da habe ich auch schon mit angefangen und ich kann ja schon mal wieder in Richtung Dorf gehen und zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich weiß nicht, hast du das schon gesehen gehabt, was ich da verbrochen habe? Nee, noch überhaupt nicht. Könnte ich hinterher schleichen. Können wir auch eigentlich zu deinem Leitwesen durch das Portal gehen? Meinem Leitwesen durch das Portal gehen. Ist im Keller von der Schmiede. Ich weiß. Juhu. Im Übrigen, vielen Dank für diese schöne Kiste. Ah, ja, genau, die Kiste. Moment, ich komme zurück. Halt, stopp. Ich komme zurück. Die Kiste. Ganz übersehen. Genau. Ein kleines Geschenk von Kevin und Dennis. Yo. Von unserem Kevin Tobi. Und wir haben gekriegt Tigerwood Saplings. Wahrscheinlich auf unseren kleinen Fail. Meinen kleinen Fail. Und ja gut, bei mir den letzten Sapling, den ich noch hatte, irgendwie. Ja, und es kam kein neuer raus aus dem Baum. So. Hui. Ah, man sieht es. Ah. Ja, ich habe unten schon mal angefangen, das Event. Ich hatte es erstmal komplett aus Cobblestone gebaut und dann habe ich von unten angefangen, das Ganze versucht schick zu machen. Aber, naja, ich bin mir da noch nicht so ganz eins und ich weiß nicht von dem Material, was uns bis jetzt zur Verfügung steht. Habe ich noch nichts zwischengefunden, was mir jetzt direkt dazu sagen würde, dass es mich dahin bringen würde, wo ich hin will, dass das Design und das Pattern werde ich sowieso nochmal ändern. Wahrscheinlich werde ich die Stützstruktur, um ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen, aufsetzen und nicht einlassen in die Wände. Ja, huh. Also man kann hier genau immer einen Abschnitt hochspringen oder gegen die Dach oder gegen das Dach knallen. So. Hallo Welt! Ja, da ist ja noch so ein Riesenturm inzwischen in Schwindeln, oder? Das ist der Wasserspeicher. Ah. Ich hab da mal reingeguckt, das Ding ist halt mit Dings voll, mit Watermills von Kevin. Ja, die wünschen sich immer noch ihren Uranium-Händler. Huch. Oh. Mal schauen, ob wir ihn machen können. Über den Wolken. Oi, oi, oi. Na, nicht ganz, ich komm an die Wolken. Ah, ich komm in die Wolke. Ja, in, aber nicht über. Ja. Immer diese kleinkarierte Korinthenkackerei. Nee. So, ja. Wie gesagt. Mal wieder das Dorf anschauen? Ja, könnte man auch mal. Waren ja hier doch schon lang nicht mehr. Mal gucken. Ja, ein kleines bisschen Turm. Ich erinnere mich, dass hier mal alles Feld war. Feld?
Ja, das meine hier. Ach ja, ja, genau, da hier die Felder. Genau, ganz am Anfang waren das hier alles Felder. Mittlerweile weiß ich auch nicht, was, wie, wo, wen, wieso, weshalb, warum. Warum gehört. Den Hunden geht's noch gut. Mal gucken, ob die anderen noch da sind. Hunden? Ach so, ja, sie Hunden. Knurren. Graffiti, was haben nicht wir abgeht. Ah, oh Gott. Das ist auch was, was ich mir noch mal angucken Schau mal wollte. Nach oben. Was haben die denn hier schon wieder angestellt? Hast du jetzt erst das Schild, schau mal nach oben und das Schild oben an der Decke, wann kommt Gronkh gefunden? Nö, das wann kommt Gronkh habe ich noch nicht entdeckt. Habe ich anscheinend noch nicht hingeguckt. Da steht ein Schild gleich am Eingang, schau mal nach oben. Und an der Stelle musst du an die Decke gucken. Ja, aha. Ja, ich bin nach oben gegangen in die zweite Etage. Ja, ich habe auch erstmal, schau mal nach oben. Hä? Das steht da aber schon länger. Das, steht da schon seit ein paar Aufnahmen. Wir haben es bis jetzt nur noch nicht gezeigt. Jetzt haben wir es leider getan. Ja. Was haben wir denn hier Vorsicht, hinten? Loch. Loch. Ja, hier hat schon mal jemand angefangen, mit Wien was zu machen. Ich bin mal ganz frech und schau einfach mal da rein. Unusual. Aha. Und Marshy. Alles klar. Wollen wir hier so ein bisschen rumgrinsen. Mhm, oh. Was ist denn das hier Interessantes? Habe ich auch noch nicht gesehen. Wäre die dritte Möglichkeit anzufangen, die ich bis jetzt immer noch ausgelassen habe. Wir haben ja einmal, hätten ja einmal die Möglichkeit mit Spiegel über Brennpunkt oder wie? Mit Industrial Craft 2 anzufangen oder mit Thermal Expansion oder mit Factorization ist das, glaube ich. Mhm. Die dann noch, die das Ganze nochmal anders macht, wo du dann halt mit den Spiegeln quasi über Sonnenenergie fast alles machen kannst. Strom erzeugen, Dampf erzeugen, hast du nicht gesehen? Ja, ja. Interessant. So, mal gucken. Aha, Red Chariot ist inzwischen auch ein Ork. Ah, ich könnte unsere beiden Ebenbilder löschen. Ich hab mal, weil ich einen Wand mal gebaut habe dafür. Das macht die Sache nicht besser. Und warum sind hier eigentlich so tierische Krater, wo die jetzt drin stehen? Wahrscheinlich, damit sie hier nicht mehr rumlaufen. Ich könnte ja mal unsere Jungs hier so ein bisschen ärgern. Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Wo kann ich hier die Walk... dass sie durch die Gegend rennen einstehen. Obwohl, wäre vielleicht ein bisschen fies, oder? Warum? Können wir die jetzt hier durch die Gegend stampfen? Mach doch. Sind wir doch. Mir doch egal. Und dann stellen sie bitte auf Agro. Danke. Das wäre noch eine Überlegung. Ja, und wenn unsere Jungs das Video dann sehen, werden sie sich schön bedanken. Genau, und den Händler, den stelle ich genau dazwischen, die beiden. Ja, genau, das sind die beiden, das werden die beiden Wachen. Haha. Das ist eine gute Idee. Ja, sounds like a plan, ne? Sounds like a plan. Da steht auch was drin, es könnte eine Wache sein, aber man fragt sich echt, wo kommen hier schon wieder die ganzen Krater und alles her? Was haben die hier alles verbrochen? Ich will es gar nicht wissen, aber ich werde jetzt mal probieren. Hier fiebst du irgendwo einen Hund rum. Hier sind ein paar Cake-Spider-Spawner. Ja, der Gotto-Feldstein, der Silberfischstein ist immer noch hier. Aua! Voll in die Blumen reingerannt. Aua. Hatte ich hier nicht noch irgendwo. Ja, ich hatte. So. Schwupps. Alt, nein, so viel nicht. So. Zack. Jetzt habe ich auch wieder. Bones. Ah, schön, man kommt hier nach Hause und die Hunde knurren, das ist so herrlich. Ja, das ist wunderbar. Ach, hier lag ja auch noch was drin rum. Naja, nichts Wichtiges. Ja, denn ich werde mich jetzt nämlich mal, ich habe wieder Gerümpel in der Tasche. Wieder auf Felder Weg. Sind auch etliche Platz. Meltry ist noch alles da. Auf den Weg machen und... Dafür sind die Gussformen alle mehr oder weniger durcheinander gebracht. Naja. Dabei hängt der Arzt extra ein Schild aufgehängt, ne? Ja. Lampf. So, dann gehe ich auch mal wieder zurück. Ja, und ich überlege mir jetzt mal hier von meinem schicken Turm. Bist du ein Loch gefallen? Jetzt bin ich endlich an der richtigen Stelle. Nee, ich war eine Etage tiefer bei deinen Tanks. Und dann hat er mich zwischen da unten und hier oben immer hin und her gepackt und irgendwie seitlich hab ich die Fallen hast du hier unten nicht? Oder was sind das denn da unten? Öfen. Mensch, hier, die anderen. Ach, wie heißen sie die Dinger jetzt? Gerade nicht auf den Namen. In die Electric Furnace? Ja, da geht das Portal ja auch hin. Kokofen.
Ach so, ach, da warst du. Ja, genau. Da hat er mich hoch und runter gebackt, bis er sich entschieden hat, mich doch oben rauszuwerfen. Jetzt lass er mich hier doch mal auf die Karte gucken. Wo gehe ich denn mal hin? In welche Richtung war ich denn noch? Ups, gar nicht unterwegs. Hallo? Ah, oh, ja, ich noch was alles um. So, jetzt aber. Clear. So, hier unten ist auch schon so ein bisschen Raum entstanden, wie man sieht. Richtung Norden. Und hier draußen hatte ich mich ja auch schon, bevor du gekommen bist, so ein bisschen bespaßt in Richtung, ja, wir brauchen ja hier noch so ein kleines bisschen Raum, denn wir haben ja viel zu wenig Platz hier im Haus, ne? Ja, viel zu wenig Platz. Man weiß gar nicht, wo man was hinstellen soll. Genau. Und hier kommen halt Gästezimmer hin, wo dann, wenn sie uns besuchen kommen, sie schlafen können. Bett müssen sie aber selber mitbringen. Nein, zu viel sind wir nicht, aber das muss man aber schauen, weil Wolle, ja gut, wenn nicht, wird es aus Schafen gemacht, aber dann kann man das hier machen. Ja, und dann irgendwann müsste man mal schauen, was wir dann hier für ein Lagersystem machen. Ich schätze mal, du möchtest dann auch wieder auf ein ME-Lagersystem gehen oder so? Ja, das ist für mich also mittlerweile das Cremigste, bevor ich mir da dann irgendwelche Großaktionen wieder mache, ist ein ME-System eigentlich ganz einfach. Vor allen Dingen auch platztechnisch, und es ist vor allen Dingen relativ leicht und platzsparend zu erweitern. Und wenn dann da eine wenn dann halt ein ME-Drive mit 64K voll ist, wird ein zweiter daneben gesetzt. Also mit 24K-Modulen. Ja. Gut, so in der Hinsicht habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. Ich habe das ja, das ME-System halt bei mir in der anderen Welt an die Barrels angeschlossen, beziehungsweise eben an die Deep Storage Units, die ich ja, wie gesagt, sehr geschmeidig finde an sich. Ja, wie gesagt, also Deep Storage Units habe ich zum Beispiel noch gar nicht jetzt gesehen und mir auch noch wirklich noch nicht angeguckt. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch diese Woche wieder, bis auf den einen Tag, an dem ich mal Gas gegeben habe und da den Turm gebaut habe. Ja, das war eine Aktion von einem Tag. Habe ich nicht wirklich was geschafft hier. Und muss ich jetzt tatsächlich übers Wasser... Genau, also wie gesagt, Deep Storage Units, ich habe es ja schon benutzt. Theoretisch kann man sagen, ein extra Dimensional Barrel mit noch mehr Platz. Und halt theoretisch, dass man es auch einstellen kann, in welche Richtung die Sachen rein und rausgehen, aber durch den ME-Bus kann man es halt ganz genauso benutzen wie die Barrels, und das ist doch recht praktisch. Und vor allem, wie gesagt, 2 Milliarden Stück von einem Item, das ist eine Hausnummer, die man da reinpacken kann. Das muss er erstmal vollkriegen. Ja, durchaus. So. So, dann schauen wir mal. So. Und was fällt mir gerade wieder ein? Was wollte ich machen eigentlich, bevor ich losziehe? Richtig. Ich wollte mir Taschen bauen. Stimmt, die Taschen. Da war was. Warum mache ich mir jetzt eigentlich Sticks? Bin ich besoffen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in deinem Getränk drin war. Das war Schoko-Cappuccino, beziehungsweise Cappuccino mit Nuss. Sehr köstlich. So, und erneut stechen wir in See. Oh je, er trinkt nicht wieder. Nein, ich sitze auf dem Boot. Das hast du zu Beginn beim letzten Mal auch. Ja. Aber da und bin wie ich war auch. Das? Oh, guck mal, da sind Bienen. Blub, blub. Ja, weil Waterbees halt, weil ich die brauche. Für bestimmte Sachen wieder. Speziell, wenn ich wieder, wenn dann die Villager-Farm steht für Mistcraft wieder, brauche ich Emeralds. Dann brauche ich Emerald-Bees. Und dafür brauche ich Water-Bees und Lapis und Gedöns. Und ja, ganz viel Kram, was wir im Moment noch nicht so haben. Aber mache ich mal das, was ja so teilweise meiner Erfindung nach in der ersten Season relativ kurz gekommen ist. Oh, das wäre doch ein Ressourcen sammeln, meinst du? Und auch Erforschungstouren mal in weitere Gefilde. Und ganz ehrlich, dieser Felsen, den ich hier gerade sehe, schreit eigentlich nach einem Leuchtturm. Ernsthaft, der ist so richtig schön vorgelagert vor die Küste. Ja, müsste man sich mal anschauen, ne? Aber das wäre dann ein Bauvorhaben für dich, würde ich mal sagen. Da wir jetzt hier auf dem Server sind und noch ein bisschen mehr machen, kann man sich auch mal an anderen Stellen... Autsch! Ich wusste es. Wieder zu schnell dagegen gefahren. Ach, diese Bootssteuerung ist auch immer, wird auch von Update zu Update fürchterlicher. Ich mache mir erstmal einen Wegpunkt. Ich sage mir...
Ach, sage mir, hier kehrst du hin zurück. Leuchtturm? Fragezeichen. Und ich möchte den bitte nur in der Oberwelt angezeigt haben. Und danke.